27. November ist das erwähnt, der Kirchberg der Stimmbevölkerung stimmt ab, eine neue Einschalle, ja, neue multifunktionale Infrastruktur, unter anderem eine Einschalle für den EHC Fisch. Was ist eure Meinung dazu? Das, was ich vorhin gesagt habe, als Wirt bin ich dagegen, weil die Leute kommen in der Pause, in den 18 Minuten, wo die Pause ist, nicht mehr zu uns ins Restaurant. Ich habe eine Reserviette auf der Avantgarde sparen. Zweitens, als Privater wäre ich in der Firmen toll gekommen. Weil es ist immer so, es braucht für die Jugend und für alles zusammen, braucht es einfach eine neue Halle. Weil sie haben das verpasst, irgendwie vor 15 Jahren, 20 Jahren, einmal alles zusammen richtig renovieren, machen. Die ist einfach immer nur hier ein bisschen gemacht, da ein bisschen gemacht, da 1000 Franken richtig, da 1000 Franken richtig. Und das ist eben nicht das Fecht der Werbung. Es gab hier zwei Herzen in der Eberbrust. Sie meinten ja, eben aus Besatzungsgründen, aber eben das Nein. Was die jetzt schlussendlich für was entscheiden? Also ich sage, für eine neue Halle ist das ganz definitiv. Es muss ja sein. Und wenn die jetzt die Halle jetzt verkauft, die kommt, dann gibt es wieder Arbeit, dann gibt es wieder Wohnungen. Das ist eben von dem her. Meine Meinung ist ganz klar dafür, dass es die Halle braucht. So wie ich gehört habe, gibt es da so eine doppelsteckige Halle und dann kommen da oben die Neuwahl und die Weifera da durchführen und unten kommen trotzdem noch Hockey spielen. Und ich bin schon der Meinung, dass es die Halle braucht. Ich finde das eine super Sache, die neue Halle. Weil ich bin hier in der Weifera, das ist einfach, ja, die Halle ist ein altes Loch. Ist nichts Schönes, ist einfach nichts Gescheites. Aber dass man eine neue Halle macht, finde ich super. Von mir hin, ich habe zwei Seen Hockey gespielt, ein langes Jahr hier in Fisch. Nach in Raro, jetzt wieder mit den Senioren hier in Fisch. Einer macht ja sogar noch Trainer und das. Und da ist man auch froh, wenn über die Nachkommenschaft, wenn die Enkelkinder eventuell Hockey spielen, oder? Und umgekehrt, ich war eine schuffelte Sache. Der Platz und alles zusammen. Und war einfach natürlich schon gabiger, sagen wir jetzt einmal, wenn mehr in der Halle mehr Kabine hatte und so, oder? Dass sie einfach neu ausgestaltet, kommt ja sowieso. Die neue Halle, die kostet natürlich entsprechend Geld. 32 Millionen Street, ist das nicht gar für die Gemeinde Fisch? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, aber ein Wo bringen und schon zusammen. Irgendein Wo. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ja, aber das Geld kommt schon so zusammen. Aber eine super Sache, ich habe das Projekt einmal irgendwo von einem Foto gesehen, dass wir eine schöne Halle geben. Und das bringt uns schon zusammen. Darum wäre es meiner Meinung nach eigentlich noch wichtig, dass es nicht nur die Fischberg-Gemeinde eigentlich auch das ganze Oberwallis da dran zu holen. Weil die Halle ist halt für das ganze Oberwallis eigentlich. Und das ganze Oberwallis kann profitieren. Jetzt, wo wir in Brieg die Augen nicht mehr haben, ist das hier wirklich nur die Fisch, die Weifera und die Neuen, die die Ausstellungen noch so haben. Und darum bin ich eigentlich der Meinung, dass eigentlich andere Gemeinden dran sollten zu holen. Jetzt debattiert in der Öffentlichkeit, wird euch immer wieder über das fehlende Parkhaus, das aber nicht kommt, wo wir parkiert, Anwohner befürchten sogar ein Parkchaos. Könnt ihr durch uns eintreffen? Ich glaube es nicht. Wir haben jetzt Beispiel, hier so viele Möglichkeiten. Wir haben hier im Bahnhof Möglichkeiten, wir haben im Lappasch Möglichkeiten. Und heute müssen wir einfach die Leute in die Höhe sagen, pardon, tut mir leid, um 16:30 nicht das Füße laufen. Und nicht immer nur vor die Halle, den Steganbrief und den Sitzplatz nehmen und fertig ist. Was ich vorher ja, hätte ich gerne ansprechen, aber mit der neuen Halle, wo ist der Parkplatz? Und ich meine, das ist auch die Frage, bleibt ja ein paar übrig. He? Vorher, wo das Wochen und parkieren, hätte ich keine Ahnung, irgendetwas finden. Ich hoffe schon, dass die Halle machen wollen, dass Fischber einen wo Parkplatz finden. Ich hoffe schwer. Was habt ihr also das Gefühl, dass ihr mittlerweile seit 14 Jahren im Fisch, also wenn man ein Fach der Bevölkerung spielt, zum Wettjahr miteinander, was habt ihr das Gefühl, hättest du gute Chancen, Talina, das ist gut zu ja, ja, ja. Also man kehrt also alle, ich glaube, das ist eine gute Chance, die Halle. Die Leute sind alle für die Halle und das wird es wahrscheinlich schon kommen. Und Ich habe vorher gesagt, ich habe nie gestimmt, aber für die Halle werde ich wahrscheinlich schon stimmen. Also ganz sicher, das ist das erste Mal, wo ich jetzt Fisch bestimme und das letzte Mal. Ganz sicher.